Aber ich dachte, mit dem Haus verbrennen hätten wir alles. Ja, dachte auch, hier endet Rente Feierabend irgendwie, aber nicht das. Oh, ist das hier für mich der Buch? Wer wirft denn hier mit Büchern? Mann, so eine riesen geile, fette Bibliothek, das wäre was, ey. Also jetzt halt ohne Ketten und ohne ekelhafte gruselige Scheiße, sondern einfach nur eine schöne große Bibliothek. Ja, ich Bock drauf. Okay. Also, ich nicht so, aber gut. Da oben ist noch eine Notiz an den Ketten. You have a responsibility. There's a child who needs you. I understand this is hard. I understand that you're in pain. But you are a mother, for God's sake. Was? Muss dich halt zusammenreißen. Ne? Du bist halt eine Mutter. Warum reißt er sich denn nicht zusammen? Ja, weil Papa in seinem Papizimmer ja saufen kann, wie er will. Ach so. Ja, aber Mutti darf nicht. Mutti muss straight sein. Ja, nee, ja. So, Kette ans Handy Kiste. Aber ich bekomme sie nicht. Warum bekomme ich sie nicht? Ja, ich weiß, da war noch eine Tür. Na, wir müssen wahrscheinlich. Was ist denn das, Alter? Was ist denn das für ein Labyrinth hier? Ich weiß es auch nicht. Aber anscheinend müssen wir noch weitere Notizen finden, die an diesen Kettenhängen dran sind. Ja, würde ich auch sagen. Sache. Oh Gott. Warum sind sie so groß jetzt? Ja. So, wenn du, falls du irgendwo einen Zettel siehst, scheiße, ha? Mhm. Da ist ein Bild umgefallen. Einfach so. Bild dagegen. Ansonsten können wir ja nur die Kette verfolgen, von wo die Kiste dran ist. Also, da sind, gehen ja mehrere Ketten, glaube ich, von ab, ne? Ja, gehen mehrere Ketten von ab. Ja. Vielleicht müssen wir die Step by Step. Oh, Baby! So, warte mal, geht eine hin, dann nehmen wir hier mal hin. Okay, dann wird es wohl wahrscheinlich für jeden. Ach du Schande. I feel like it's the house that is moving around me. Not me moving around the house. Ja, weil du halt einfach mal langsam durchdrehst. Bei so einem tollen Ehemann. Ach da. The sunlight of power. It shouldn't be so prominent in a 3 or maybe 2 year old. But I remember it clearly. The realization that the piano would do what I wanted it to. The feeling of complete control. So, oh, ist mittendrin abgebrochen. Also das heißt wahrscheinlich, wir müssen in jede Tür einmal rein, um da so einen Zettel zu finden. Ja, genau. Und dann kommen wir an die Truhe. Im Finale an die Truhe ran. So, na gut. Okay, das war Tür Nummer 1. Schauen wir noch mal, wo die anderen Ketten hingehen. Hier hinten geht, glaube ich, noch eine Kette hin, wa? Na, auf jeden Fall müssen wir so oder so später noch mal nach oben. Weil da waren ja auch noch Türen. Wie? Wo? Wo war dieses Geräusch gerade? Ich weiß es nicht. Ach, schön. 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 Oh, hier ist er zugeschlossen. Okay. Das ist Mist. Waren wir in dieser Tür da hinten drin? Weiß ich nicht. Kann sein, muss nicht sein. Würde mal hinlaufen. So, einmal runterspucken. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. So, aber ja, wo ihr lacht, wenn wir das jetzt hier nicht schaffen. Na, mal gucken. Sprudelt aber schon wieder der Optimismus aus dir hier. Na, mal gucken. Das ist nur die Frage, links oder rechts? Hier. Na, hier hinten war sie. Okay, hier würde ich sagen, wollen wir noch nicht.
Eieiei. Ah, it's a trap. It's a trap. Würde mir mal erlauben. Wir mal erlauben, nicht über die Fenster zu laufen. Komm hier weiter. Los. So. Ja, da geht's weiter, ja. Hm. Warum sind denn... Achso, na gut, okay. Also die Ketten symbolisieren natürlich halt ihre Ketten, irgendwie, die sie da in diesem Haus gehalten hat. Was? Do you remember the saying that behind every great man stands a great woman? Your husband has the bearing of a great man. But without your help, without someone who's always there for him, who keeps the home fires, he will wither and die. You proved yourself to be a strong woman. I know you have it in you to be there for him, even now. The tragedy that hurt you hurt him too. I know you have compassion in your heart. Reach for it. Ooh, reach for it. Ja, Stevie, denn guck in dein Herz. Mein Herz. Greif nach der Liebe. Ja, nee, das ist in meinem Herz. Ach du Scheiße. Das ist nur ein kleiner, kalter, steiniger Klumpen. Ha! Ho. Ist mir total wurscht. Was ist hier schon wieder los? Na? There is no escape. Ja, es gibt hier keinen Entkommen. Glaub ich dir nicht. Guck mal, wir sind wieder in der schönen, anheimelnden Bibliothek. Bibliotheker. Na, hör doch mal auf. Also, Stimmung ist bueno. Absolut bueno. Ich geh mal nach oben. Ja. Wenn eine Treppe wäre mir vielleicht noch ein bisschen dünn. Ist ein bisschen eng. Wahrscheinlich stecken bleiben. Okay. Nichts geht mehr. Hallo? Hm. Ja. Für welchen Weg entscheidest du dich? Für welches Brett? Brett A? Brett B? Hm? Geh hier lang, hier ist die Luft besser. Das Brett sieht stabiler aus wahrscheinlich. Ja, ist... Practice makes perfect. Üben macht den Meister. So, na, das war ja quasi Süßigkeiten aus Kinderfingern. Der Zettel. So, gucken wir mal. Hier hinten geht noch einer lang. Ja, ja. Wuppen wir mal da hin. Wahrscheinlich werden wir dann den Schlüssel für oben kriegen. Oder vielleicht ist in der Truhe der Schlüssel für die eine Tür drin. Kann auch sein. Ist aber ganz schön aufwendig denn für eine, also, okay. Ja, und für eine Tür. Ist ja nicht so, dass vielleicht die Entwickler jetzt hier Zeit schinden wollen. Das Kettenmotiv ist schon geil. Muss ich sagen, irgendwie finde ich geil. Die fällt mir. When I had Sebastian, hold me up. I thought Fühlig. I would be the best mother to ever walk the earth. And it almost killed me. With Margaret, I give myself more space to breathe, to be myself. I am happier for that. And the children seem to be happier too. Mhm. Schön. Wunderbar. Was? Was? Wie? Hm. Ach ja, nee, das sollte sich vielleicht mal der Schimmel-Experte mal ansehen. Ich bin weg. Was? Wieso? Ist doch nichts passiert, ist doch alles. Oh, eine haben wir noch. Eine. There's almost nothing left of her now. Da ist die Stimme wieder. The sadness remains. Schön gemacht. Ja, da kommst du nicht durch. Also, man könnte da auch rübersteigen eigentlich, oder? Da kommst du nicht durch. Der Computer sagt nein. Der Computer sagt nein. Okay. Gut. So, jetzt nach rechts. Da. Das ist der Weg. Hallo?
Wir bereit für einen Zettel. Schön. Jetzt ist er wieder für Benny. Toll. Na los. I don't know what you should do, but I know this. Your husband is a grown man. A grown man who swore to love you, honor you, comfort you, and keep you in sickness and in health. You know the damage the flames do better than anyone. Don't set yourself on fire to keep him warm. Generell ein guter Tipp. Oh, das ist der Boden hier, ey. Ja, wir laufen nur an der Wand. Ja, ja. So seitlich lang. Spider-Schwein. Spider-Schwein. So, und da ist die Truhe. Ja, wir kommen aber noch nicht ran. Warum nicht? Kann ich da jetzt nicht einfach... Okay. Deshalb war es also mit 8 Ketten gesichert. So eine Scheiße. Wie kommen wir denn jetzt runter? Der Stream würde jetzt sagen, über die Windeltreppe. Über die Windeltreppe? Ja, aber du hast ja anscheinend irgendwann versprochen, kurzzeitig. Darüber wird sich gerade richtig im Chat lustig gemacht. Na denn? Oh, ist das schön. Über die Windeltreppe. Mutti! Gott! Hi Mutti, grüß dich. Was, hör auf jetzt, Asratoa! Reicht jetzt! Oh. So, kann ich jetzt... Nee. Nein. Wir müssen Nein. zuerst zur Kiste. Ja, aber wo ist denn die Treppe nach unten? Lebst du nicht im Aufzug? Spring doch einfach in der Mitte runter. Na, dann bräuchte ich hier nochmal kurz hier die Flucht der Karibik-Mucke. Das würde mich ja an so einer Kette runterlassen. Schätzt das auch einfach springen. Einfach springen, Steve. Einfach springen, genau. Only down. Jetzt hier nach rechts? Oder? Ja. Ich hab bloß gekickt, ob man da eventuell nach links noch irgendwo weg kann. Flacker. So, und hier. Ach, guck mal, hier geht ja die Windeltreppe nach unten. Vorher ging sie nach oben, jetzt geht sie nach unten. Nee, ist ja Quatsch, vorher ging sie auch nach unten. Wie wollte ich gerade sagen, die ging ja vorher auch nach unten. Irgendwie bin ich die ganze Zeit so drauf gewesen, dass ich auf der untersten Etage bin. Nein. Verrückt. So, Truhe. Ist jetzt da die Truhe in der Mitte? Na, ich hoffe doch. Noch sehe ich nichts. Ich sehe auch noch nichts, aber ich würde mich mal hinwagen. Nein. Nö, da kommst du aber nicht weit. Stift irgendwie. Das ist nicht der Weg. Dann müssen wir nach vorne irgendwie rum. Wie ist jetzt? Wie an so einem Fliegenband hängen wir hier an der ollen Kette. Guck mal, doch. So, hoffentlich schmeißt du nicht runter. Und was haben wir da? Can I have to. Füller? I have to get it back. I have to learn to write again. Ein Schreibfehler. So, das haben wir uns qualvoll wieder erarbeitet jetzt irgendwie oder wieder geholt, den Skill. Ach guck mal, jetzt kannst du hier... What should I do? What should I do? Right? Okay. Tja. Ja, links oder rechts? Geige oder Violine? Sag mal vorsichtig, Violine. Violine. Schön. Die Violine ist bestimmt ein bisschen lebensbejahender. Machen wir mal Violine. Machen wir Violinchen. I need to learn myself again. Ist die doof? Ich hab doch den rechten Zettel angetippt. Ja. Sie wird ja auch gleich rechts schreiben. Guck mal hier. Sie wollte nur den Füller befeuchten. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank befeuchten. Betinten. Gott, was passiert? Zu viel Tinte. Zu viel Tinte auf dem Füller. Das ist passiert. So, okay. Passiert dem Besten. Dearest. You were just a child, but in 10 years' time, you'll be a woman. It's a hard part to play.
I want to tell you the lessons I learned when my life fell apart. When you become a mother, give yourself space to breathe, to be yourself. You'll be happier, and your children will be too. There is no such thing as a perfect mother. The only rule is to love your child. In marriage, remember, he is your husband, not your child. A grown man who swore to love you, honor you, and keep you in sickness and in health. Care for him deeply, but don't forget about yourself. If you pursue art, use it to discover the deepest truth of your own soul. Then everything else, fame, money, won't even matter. Once you learn how to uncover your own soul with your art, when you feel that surge of power, that's when you'll know that you're an artist. I pray that you don't have to learn these lessons the hard way. I love you. Always. Schöner Brief. Ja. Verschlossen. Jetzt kommt wieder ein guter Handkantenschlag. Also wir erkämpfen uns jetzt quasi unsere eigenen Fähigkeiten wieder. Wie zum Beispiel Schreiben, Klavier spielen etc. Indem wir quasi immer die mit Ketten verhangene Tür aufsprengen. Sie wird gerade übrigens gemutmaßt, dass du was getrunken hättest und man soll dir was Antialkoholisches zu trinken geben. Sowas wie Milch oder Gurkenwasser von der Gurkenlady. Was ist der Chat hier, ey? Was ist los? Ach, Sam. Kommt der jetzt, was, wie kommt er darauf, dass ich getrunken habe? Was? Wegen der Wendeltreppe und Windeltreppe. It's like I'm always bound. Schön. Die Schnee, nein. Und die Violine ging auch nicht so flüssig von den Lippen. Jetzt hält mir ein paar Vögel. So, schade, ich würde gerne mal kurz. Ja, geh doch kurz. Ja, können wir nicht, können wir nicht. Ihr seid noch dicht. Ich dachte, du willst in den Keller. Deswegen sag einfach Geige. Das ist, sorry. Wie die Geier, Alter, wird sich da auf einen kleinen Versprecher, wird sich darauf gestürzt. Unglaublich. Fucking glaublich. Haben wir heute alle unseren Bulli-Montag oder was? Hä? Ja, Mobber. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Kannst du nicht an Klavier? Also, klimpern? Könnte ich. Aber. Nee, okay, kannst du nicht. Nüschte. Nichts können wir machen. Sollen wir erstmal Noten finden oder was? Nein. Achso, ich dachte gerade, wäre dieses eine Bild. Tja, ich würde mich mal oben nochmal umsehen, Benny, weil ich glaube, uns fehlt irgendwas. Okay. Können wir in die Küche? Können wir nirgends hin hier, ne? So, haben wir hier noch irgendetwas? Oh. It doesn't work! Ja, das hatten wir schon mal. Echt? Hm? Von Dr. Green. Dr. Green? Die Schublade schließen Alter. Oder öffnen? Na, was denkst du? Was, ey! Jetzt ist sie geschlossen. Okay. Er geht extra rückwärts. So, nochmal die Abstellkammer. Ist auch nicht. Okay, haben wir irgendwas im Keller übersehen anscheinend. Haben wir denn noch was in der anderen Schublade? Weil da war auch noch so ein Stück Papier. Nee, da war nichts. Also nichts Interagierbares. Achso, okay. Das sah einfach so aus, okay. Tja, da muss hier irgendwas sein. Somewhere deep in the cellar.
Ja, müssen wir uns mal genauer umschmulen. Aua, nee, nicht. Nicht danach alles. Ja, ich meine, halt, das Klavier ist halt schon sehr exponiert hier, ne? Durch das Licht und alles, aber... Warte mal, können wir den Laken wegzerren? Nope. Nee. Können wir oben noch irgendwas machen? Also ganz oben? Oder kommen wir überhaupt noch nach oben? Achso, echt. Nicht, dass ich jetzt wirklich nochmal ins Schlafzimmer muss und da irgendwie eine Schublade aufmachen muss, weil da irgendwie... Nee. Vielleicht liegen ja da die Noten oder vielleicht am Klavier, was an den Ketten hängt, dass da vielleicht noch was dran ist. Hing das denn jetzt noch da? Die weiß ich nicht. Das kann ich schon nicht mehr aus dem Stegreif sauschen. Ja, da is it. Da is it. Aber da ist auch nicht dran. Da ist nicht dran. So, okay. Ins Kinderzimmer? Hier waren wir ja schon. Da hatten wir ja nichts weiter. Oh, warte mal. Warte mal. What is this? If I'm not able to go out and be the lady of the house, they will send me to the hospital. I know it. I will be locked there for life. Mhm. So, ich glaube, das war jetzt aber nicht des Pudels Kern. I would talk to her if I were you. There's way too much responsibility on your shoulders. There must be a way for her to do something. Anything around the house. Okay. Das wird es jetzt auch nicht gewesen sein. Na, ich bin mal gespannt, wenn du jetzt wieder den Raum verlässt, ob er sich dahinter der Raum verändert hat. Vielleicht. Ah, meinst du? Nope. Dann würde ich jetzt noch ins Schlafzimmer gehen. Ah, ins Kinderzimmer. Ja, Kinderzimmer könnte nämlich auch noch sein. Das war nämlich jetzt wegen den Kindern, weißt du? Weil wir hatten ja da so einen Text mit liebevollen Kindern und so. Tochter! All I wanted was for her to be happy and free. Kannst du mal dein Zimmer aufräumen? Wie sieht das aus hier? Stummer Rest! Was? Was ist denn jetzt, wo ist der kleine Holzsoldat hin? Der ist weg. Ich hab ihn nicht genommen. Mhm. Hm. Okay. Unangenehm. Oh, Death? Was? Unten steht Oh, Death. Na toll, jetzt ist die Lampe kaputt. Hast du wieder kaputt gemacht, Mensch. Ja, hier scheint auch nichts weiter zu sein. Safe, Butze. Ach, schön. Was ist denn... Honey, wait for me. Luft doch mal... Beweg doch mal die dicke Hüfte hier, meine Kleine. So. There's always a way to connect. Ach, das ist doch real. Weg damit. Hier wird eh viel zu viel vorgelesen. Das ist noch eine... Nope. Not so fast. Nope. Aber bestimmt kannst du... Nee, obwohl, nee, kannst du nicht. Na? Geschlossen. War ja klar. There was one reason for her to be strong. Her little daughter. But it was all wrong. Tochter? Bist du da oben? Wait for Mommy. Was hast du hier gezeigt? Weiß ich nicht. Ist doch was Schlimmes, oder? Oh, warte mal, was haben wir hier? She likes to dance, my free bird. Blissfully ignorant of the prison this world is. I wish I could play something for her. I need to play something for her. Benni, mal eine kurze Frage. Hattest du damals im Sportunterricht, ganz erste Klasse, ja, ohne so eine kleine Ballerinaschuhe? Ja. So eine schwarzen? Mhm. Da mussten wir alle mit rumrennen, wa? Mhm. Also das ist ja wirklich eine, das war ja wirklich eine ganz wohllose Kiste. Also ich habe mich so gefreut, wo ich dann, weiß ich gar nicht, in der zweiten oder dritten Klasse war und ich Turnschuhe eigentlich anziehen durfte. Ja. Aber ich hatte das auch, ja. Also eine ganze Zeit lang, gerade Bodenton und so ein ganzen Kram war immer, also egal, was du gemacht hast, Völkerball, keine Ahnung was. Man darf es ja auch nicht mehr nennen heutzutage so.
weiß gar nicht, wie nennt man das heutzutage? Brennball ist auch Brennball. Wieder blöd. Doch, Brennball. Wieso? Brennball? Also ist doch legitim, Brennball. Ja, es gab da auch mal irgendwie so eine Diskussion wegen Wording, wegen Völker. Ja, Völkerball darfst du, glaube ich, heute nicht, oder solltest du es nicht mehr nennen irgendwie, aber... Warum? Was hat denn... Hä? Was ist denn daran negativ? Naja, ein Volk knallt halt das andere weg. So, das ist halt... Okay. Wir haben auch am Samstag haben wir Tischtennis gespielt, haben wir Chinesisch gespielt. Kann mir einer sagen, warum Chinesisch heißt? Weil immer einer weniger ist oder was? Versteht nicht. Also jetzt mal wirklich ernst gemeinte Frage. Also, ja, auch eine gute Frage. Aber wie willst du es sonst anders betiteln? Also als was soll es sonst sein? Runden-Tennis? Tischtennis? Ja, das geht super locker von der Lippe, wa? Ja. Lass uns doch mal eine Runde um die Platterennen-Tennis spielen. Wisst ihr, Jojo schreibt auch Brennball und Völkerball, hab's gehasst. Ah, bist du nicht so schnell gewesen, Jojo? Bin immer als Letzte ins Team gewählt worden. Oh, sowas ist fies. Sowas ist fies. Da war ich immer Premium, einfach weil ich verdammt gut den Ball ausweichen kann. Ah. Ja, nee, gut, das okay. Ist, ich glaube nicht, Bianca. Ich glaube, weil du dich einfach nur ganz klein machen konntest irgendwie und dich keiner mehr getroffen hat, Alter. Weil du einfach so groß wie ein Ball warst. Genau. Ah, schön. Ja, aber es gab da so einige, weiß ich ja. Ja. Aber ich musste auch so eine Ballade, wie das. Oder, ich weiß gar nicht, wie kann man die Dinger nennen? Wobei, ich glaube, wir hatten dann irgendwann, warte mal, bevor wir nämlich zu Turnschuhen durften, oder Turnschuhe anziehen durften, so, glaube ich, hatten wir sogar noch die Option Barfuß. Ging auch noch. Barfuß? Ja, also wir hatten, man muss dazu sagen, ich war auf einer sportbetonten Schule und wir hatten eine wirklich sehr gute Turnhalle. Also da wurde sehr auch auf Hygiene und so geachtet und Pipapo und hast nicht gesehen. Die Turnhalle konntest du auch in zwei Hälften teilen und sowas alles. Wir hatten auch richtige Tore, nicht so eine, ich sag jetzt mal, bei anderen Schulen habe ich es gesehen, dass halt Tore markiert wurden an den Wänden mit irgendwelchen Tapes in dem Fall. Wie gesagt, ich war auf einer sehr sportbetonten Schule. Ich hatte auch in der Grundschule 7-mal Sport. Also 7-mal die Woche, so rum. Also bei uns wohnen keine Tore. Da war eine Tasche an der einen Seite und 3 Meter weiter war die nächste Tasche. Das war ein Tor. Boom, ja, okay. Aus Ende. Irgendwie. Bei uns waren das richtige Tore. Wir hatten ja auch, ja, wie gesagt, sportbetont. Wir hatten auch 2 Turnhallen und ganz, ganz wild. Haben dir das deine Eltern gesagt, dass das sportbetonte Schule ist, ja? Ja. Du, sie sind alle ganz besonders, Benni. Die sind alle ganz besonders. Es ist eine Sportschule, eine ganz besondere Sportschule. Come on, sweetie. Ja. You know, Mommy can't go down there with you. Schön, so ein Abnehmcamp. Ich war früher auch dick. Also, ja, das waren wir alle. Alle waren wir feist. Ja, ich hatte ja noch gerade in der Grundschule noch die Möglichkeit, weil mein Opa war ja Hausmeister auf der Grundschule, dass ich halt in den Pausen für meine Kumpels immer zu meiner Oma gerannt bin. But it was insane. Und hab Süßigkeiten für die ganzen... To caress a child with hands bound with chain. Die ganzen Leute geholt. Und am meisten hab ich aber davon gegessen. Ich war 1,50 groß und 1,50 breit, so ungefähr. A mal B, schön. Und dein Opa hat hier ständig Süßigkeiten gegeben? Nee, mein Opa nicht. Mein Opa war arbeiten. Meine Oma war aber zu Hause. Ja! Ja! Also ich wäre jetzt da nicht hinterher. You can't remember. Sind schon viel Knack und die Knalle hier. Ja. Und für welchen Raum ist jetzt der Schlüssel? Ich habe keine Ahnung. Ich habe 2 verschlossene Türen noch im Kopf, aber wüsste jetzt auch nicht mehr, wie wir da hinkommen. Okay, dann gehen wir mal weiter. So. Ja, bestimmt für diese Tür jetzt hier. Ja. Genau. Was für ein hohler Scheiß ist das denn, Alter? Theoretisch muss man doch jetzt hier nicht eine Tür verschließen, wenn man genau im Raum vorher oder im gleichen Raum den Schlüssel findet. Was ist denn für ein Quatsch? Wieso macht man denn sowas? Damit du dieses Remember... Ah, okay. Ich muss die Tür abschließen. Die Tür sind ja eh zu. Ja, aber wir sind im falschen Raum. Oh. What? So, jetzt wird's komisch unangenehm. She named it Mr. Quiet. Mr. Quiet is her favorite toy. He never screams, she told me.
He never makes a sound. Hm, schön. Klingt ja in dem Kontext echt gruselig. So. Wäre wieder bereit für meine Windeltreppe. Hm? What? Hörst du das schon wieder? Ich hab gesagt, du sollst dein Zimmer aufräumen. Vorher komme ich hier nicht hin. Mann, Nick will an ihren Benni. Na, Mäuse dran. Oh, hier, nimm meine starke Hand. Oh Gott! Ach, hey. An den Rollstuhl gefesselt.